Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Braumeister Simulator. Im letzten Part haben wir mal wieder einen Job abgeschlossen und machen uns heute direkt dran, die nächste Aufgabe zu erfüllen und gucken nochmal, was da die Anforderungen waren. Und wenn ich mich recht entsinne, müssen wir heute das erste Mal... Ach, guck mal, wir haben hier Magneten bekommen, wie nett. Müssen wir heute das erste Mal ein Rezept abändern. Also uns nicht an das Original halten, das wird spannend. Vor allem muss ich mir das merken. Und ich und merken, das ist ja so eine Sache, ne? Also, machen wir bei der nächsten hier. Die möchten, also eine lokale Theatergruppe plant eine gewagte musikalische Interpretation von Faust und hat sich für die Premiere ein Bier mit deutschem Hopfen gewünscht. Okay. Chargengröße ist klein, verwendet mindestens einen Hopfen aus Deutschland und Bonusanforderungen, Karbonisierung liegt mindestens bei 2. Jetzt gibt es einen Tipp von ihm. Wenn in einem Rezept kein deutscher Hopfen enthalten ist, versuche doch einfach trotzdem ihn zu verwenden, um die Karbonisierung zu erhöhen. Füge vor der letzten Konditionierungsphase noch mehr Dextrose hinzu. Also wir werden ein wenig mehr Dextrose hinzufügen. Jetzt suchen wir uns mal irgendwas, was einen deutschen Hopfen braucht. Da haben wir einmal das New England Pale, haben wir gerade hier. Und dann haben wir hier das dunkle Weißbier. Das würde ich sogar nutzen. Und die Karbonisierung ist sogar bei 2,81. Nehmen wir das doch. Was nehmen die denn für Hopfen? Rot Select und Ismaragd. Und Bavaria White Ale 2 Hefe. Okay. Ich nehme das jetzt erstmal. Rezept anpinnen. Jetzt gucken wir nochmal in die Jobs. Was wollten die haben? Bier mit deutschem Hopfen. Deutscher Hopfen. Merken wir uns. Rezept. Deutscher Hopfen. Und die nutzen Hefedeutsch, aber kein Hopfen. Für dieses Rezept benötigt Hopfen. Hopfen sind zapfenartige Blüten. Okay, deutscher Hopfen, müssen wir uns merken. Dann gehen wir mal in den Katalog und schauen, was wir brauchen. Das haben wir alles. Wir brauchen den Roth the Lect. Der kommt aus Deutschland. Ja, ist ja easy. Da brauchen wir uns ja um nichts mehr kümmern. Fügen wir hinzu und Isengard brauchen wir auch. Kommt auch aus Deutschland, ist ein Edelhopfen. Sehr schön. Auch den werden wir mitnehmen. Dann brauchen wir hier Bavarian White Ale. Die kommt wahrscheinlich aus Bayern, so wie sich das anhört. Zack. Und den Rest haben wir am Start. Ja, ich würde sagen, Leute, auf geht die wilde Fahrt oder was? Auf geht die wilde Fahrt. Los geht's. Schönes, dunkles Hefeweizenbier. Sehr lecker, hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber ich kann euch da nur das Engelbier sehr empfehlen. Sehr, sehr köstlich. Die haben auch echt schönes, dunkles Bier. 21 Liter Wasser. Wir nehmen den Deckel ab. Wir versuchen mal wieder unser Glück, das irgendwie in irgendeiner Form möglichst passgenau hinzubekommen. Klappt in der Regel nicht so gut. Ja, schon wieder verschissen. Ja, du, da kann man immer noch ein bisschen schütten, ne? 21 Liter. Ein bisschen zu viel schadet nie. Also, Wasser hinzugefügt. Dann fügen wir Weizenmalzextrakt 2,5 Kilo hinzu. Ist eine gute Grundlage für ein Weißbier. Wie viel Kilo? 2 hatte ich gesagt, ne? 2,5 Kilo. Alles klar. Weizenmalzextrakt 2,5 Kilo. Gibt es wieder nur 3, müssen wir wieder aufpassen, was wir hier tun. Reinfüllen. 2,5 Kilo. Schütten, 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 schütten. 1 Kilo. Bisschen. Reicht. Okay. Weg dann. So, dann brauchen wir Getreide zum Weichen. Vienna Kristall. Kann geweicht werden. 150 Gramm. Vienna Kristall. Wird es ein Kristall? Wird ein dunkles Weizen oder nicht? Vienna Kristall. Karamell. Okay, Kristall. Karamell, Toffee, Trockenfrüchte. Durch das Ziehenlassen beim Kochen werden süße Karamell- und Toffee-Aromen hinzugefügt mit subtilen Noten von dunklen Früchten im Hintergrund. Alter, man hat schon ein bisschen Bock, irgendwie jetzt Bier zu brauen, oder? Wie viel waren es? 150 Gramm. Okay. Herausnehmen, 150 Gramm. Dankeschön. Das hängen wir dann da rein. Und können die ganze Pampe jetzt zum Kochen bringen. Entfernen. Okay, danach müssen wir das wieder rausnehmen. Dann mal los. Jetzt erstmal zum Kochen bringen. 100 Grad Siedepunkt muss erreicht werden. Schauen wir mal schön in den Topf rein, dann können wir dabei zugucken, wie das langsam zu kochen beginnt.
Sieht echt gut aus. So. Okay. Haben wir zum Kochen gebracht. Jetzt können wir das rausnehmen. Weg damit. Dann fügen wir Hopfen hinzu. Und zwar den Roth Select. 10 Gramm. Hopfen. Und zwar den deutschen Hopfen. Britisch Hopfen. Wo ist denn der Roth Select? Ach ja, ich bin wieder dumm. Ich muss das Paket natürlich auch noch öffnen. Sonst wird das nichts mit unseren Zutaten. Wie oft will ich das denn noch vergessen? Wie oft will ich das noch vergessen? Du, wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, als wäre das hier irgendwie eilig oder so. Jetzt doch bitte den Edelhopfen. Und zwar den Roth Select. 10 Gramm, wenn ich mich da noch recht entsinne. Korrekt. Und dann hängen wir das da rein. So. Und lassen das Ganze 50 Minuten kochen. Das heißt, bei 14.41 Uhr ist Schluss. 14.41 Uhr. So, danach fügen wir nochmal Hopfen hinzu, und zwar Ismargard. Ein weiterer deutscher Hopfen. Den nehmen wir heraus. Warte, wie viel? Ismargard, 35 Gramm. Rausnehmen. 35 Gramm. Den hängen wir dann noch mit dran. Zack. Und das Ganze kochen wir für weitere 10 Minuten. Das heißt, bei 51 ist dann Schluss. Bam, bam, bam. Ah, ein bisschen noch, komm. So, warten wir noch kurz. Okay. Warte. Okay. Und raus mit dem ganzen Kram. Zack. Jetzt muss die Würze auf 20 Grad wieder abkühlen. Das kennen wir, das ist der Moment, wo die Zeit so richtig rumgeht. Bidip, 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 bidip. 20 Grad, dann können wir nachher auch schön mit so einem Weißbierglas präsentieren. Das ist der Moment, wo man das Ganze dann auch wirklich nutzen kann. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich habe es inzwischen geschafft, ich habe es inzwischen geschafft, den Discord-Sound zu deaktivieren. Wir hören jetzt nicht mehr meinen Mac die ganze Zeit hier rumquaken, das ist auch eine nette Sache. Und nun warten wir eben noch gerade ab, bis hier die Stammwürze auf 20 Grad runter abgekühlt ist. Gleich haben wir das. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Nur eine Idee noch. Eine kleine Idee muss es noch kälter werden, ne? Eine Idee. Sehr schön. Ja, noch ein bisschen. Wenn die Sonne wieder aufgeht, ne? Wenn es hier gleich wieder hell wird draußen, dann haben wir den Moment erreicht. Da guck, es wird wieder hell. Ist jedes Mal so. Zack, und dann wird es wieder hell. Immer wenn die Morgensonne aufgeht, dann ist unsere Stammwürze bereit. Na komm, noch ein ganz kleines bisschen. Ja, wunderbar. So. Okay, haben wir gemacht. Dann füllen wir das Ganze um in den Gärbehälter. Das kennt ihr ja schon. Gärbehälter raus. Drehen. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, dass wir mal große Chargen machen können. Das wird dann, glaube ich, mal ganz witzig. Weil das haben wir inzwischen jetzt echt oft gemacht. Ne? Bin dann auch ganz gespannt, wenn es dann mal losgeht mit größeren Chargen. Und die Schüttung einleiten. Vorsichtig, dass wir nicht dran vorbeischütten. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer weniger, oder? So, abwaschen. Und weg. Haben wir umgefüllt. Dann müssen wir Hefe in den Gärbehälter geben. Und zwar Bavaria White Ale 2, 150 Gramm. Bavaria White Ale. Da, 2. Frucht und Gewürze, frisch und sauer. Nelken dominieren den komplexen Geschmack, unterstützt von phenolischer Würze und einer Mischung aus Fruchtnoten, Banane, Aprikose und Zitrusfrüchten. Na dann mal los. Rinn damit.
Hau alles rein da. Das kann ruhig ein bisschen schneller gehen, oder? Dauert aber auch mal, bis er mit dem Schütten beginnt. Rein mit der guten Hefe. So. Deckel drauf und 15 Tage warten. Los geht's. Nun, Dextrose 220 Gramm. Ihr seht, das ist ein bisschen mehr als üblich, weil da halt ein bisschen mehr von diesem einen Wert rein soll. Dextrose. War bei mir einfach nur Zucker. Es gibt ja nämlich zwei Möglichkeiten. Man kann entweder Zucker nehmen, das ist aber dann nicht mehr nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und was war die Alternative? Wenn man mit Zucker arbeitet, bekommt man auf jeden Fall die doppelte Menge raus. Das weiß ich noch. Bei meinem Heimbrau-Kit, das ich da hatte, stand halt im Rezept drin, entweder mit Zucker, dann kommt am Ende die doppelte Menge Bier raus, oder ohne Zucker, das wäre dann nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ich weiß gar nicht, was man dann genommen hat. Da kam dann auch irgendwas rein, der war halt keinen Zucker. Dann kriegst du aber die Hälfte raus. Ne? Ich habe mich dann entschieden, mich nicht an das deutsche Reinheitsgebot zu halten und habe Zucker reingetan. Und es war trotzdem sehr lecker. So, 220 Gramm. Los geht's. Wir füllen. Ja, soll passen. Ist ein bisschen weniger, aber das merkt nachher auch keiner mehr. Deckel wieder drauf. Nun füllen wir das Ganze um in den Konditionierungsbehälter. Ein schönes Wort, oder? Zack. Deckel aufschrauben. Wir holen uns einen Schlauch. Schließen ihn hier an und starten die Umfüllung. Los geht's. Umfüllung ist abgeschlossen. Den Hahn schließen, den Schlauch wieder entfernen. Der kann wieder weg. Das Ding machen wir dann auch direkt sauber, wenn wir eh schon dabei sind, kommen. Gegenstand reinigen und weg. Und nun machen wir den Deckel drauf. Heben das Ding wieder hoch und warten entspannte 21 Tage. Wenn das dann echt mal auch so schnell gehen würde, ne? Gut, wenn aber jetzt die echte Zeit vergehen würde und man auch wirklich so viel altern würde in so einem Mühe, wäre auch wieder scheiße, ne? Da ist dann auch kein Bock drauf. So. Okay. Durch. Und nun können wir das Bier verkosten. Wir können natürlich theoretisch auch zwei Biere parallel machen. Auch möglich. Wäre mal vielleicht fürs nächste Mal vielleicht so eine Idee, aber ich finde so eins nach dem anderen, das kann mein Hirn besser verarbeiten. Und nun gilt es nur noch, das Bier zu verkosten und hoffen, dass wir da gute Arbeit geleistet haben, nicht wahr? Schauen wir mal. Los geht's. Wir probieren. Sieht aus wie ein dunkles Hefeweizen. So, mal sehen, es dürfte schon so ein bisschen, ja genau, der Ton ist okay, könnte noch ein bisschen dunkler sein, muss ich ehrlich sagen. Karbonisierung ist höher als gewollt, also als gedacht, das ist gut. Extrem trüb. Sehr malzig. Ja, passt für ein dunkles Hefeweizen. Malzig süß, Frucht ist drin. Hopfig bitter. Sehr schön. Da treffen wir jetzt ein dunkles Weißbier. Genau das, was wir haben wollten, haben wir getroffen. Das ist doch schön. Körper sehr schwer. 6,36% Alkohol gefällt mir. Können wir mitarbeiten, würde ich sagen, ne? Okay. Da machen wir noch ein schönes Label. Wie nennen wir das denn mal? Dunkelfuchs. Das ist der Dunkelfuchs, ganz klar. Und das ist natürlich ein dunkles Weißbier. Bestätigen. Und als Flasche nehmen wir jetzt hier so einen langen Hals. Etikett. Ich guck mal, ob wir eine Vorlage haben, die schön aussieht. Der Dunkelfuchs. Das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, wir nehmen das. Das gefällt mir ganz gut. Das sieht sehr hübsch aus. Das bestätigen wir mal erstmal so als Vorlage. Kann ich Hintergrund mit den Farben noch arbeiten. Guck mal, ich hätte hier gerne tatsächlich eher ein Ich habe ja dieses, in meinen Haaren
Von meiner Sona gibt es ja dieses minzige Grün hier. Das möchte ich gerne haben. Und die zweite Farbe, ist das der Baum oder was? Nee. Farbe, die kann ich... Ja, kommt wieder das Minzgrün. Verstehe ich nicht so ganz, aber ist auch egal. Passt. Metallisch hätte ich das ganz gerne. Ich hätte da gerne so einen metallischen Look. Und auch sehr glänzend. Ja, nicht ganz so viel glänzend, ein bisschen glänzend. Hm, okay. Soll passen. Bestätigen. Bestätigen. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Bier senden. Ah, jetzt habe ich vergessen, das Glas zu ändern. Ich wollte das Glas noch... Na, egal. Dann kriegen sie es jetzt halt darin. Ich habe vergessen, das Glas zu ändern. Egal. Ich hoffe, es wird trotzdem schmecken. Jo, die Leute sind zufrieden. Man muss doch mal ein dunkles Weizenbier aus einem Nicht-Weizenglas trinken. Oder einfach aus der Flasche, ne? Aber ich weiß, ich sag, wie es ist. Weißbier aus der Flasche trinken ist schon echt grenzwertig, ne? Also ist wirklich das... Also, das macht man eigentlich jetzt nicht, ne? So. Wunderbar. Ein schönes Bierchen stellen wir uns natürlich schön hier hin. Damit sind wir durch, ne? Braue ein Bier der Kategorie IPA. Warte bis zur nächsten Saison. Leute, ich würde sagen, wir wandern weiter in die nächste Saison. Bis jetzt macht mir das echt Spaß. Es ist natürlich, klar, sehr repetitiv, wie bei den meisten Simulatoren, weil man simuliert ja eine Aktion aus dem echten Leben und die ist nun mal in der Regel immer gleich. Weißt du, das ist halt das Ding. Deswegen ist es halt immer sehr repetitiv, aber es macht schon, ich finde das schon unterhaltsam. Ne? Mal sehen, wie jetzt die nächste Saison ist. Jetzt geht's in den Winter, da werden wir bestimmt irgend so ein schönes Winterbier mit ein bisschen Zimtnote oder sowas. Mal gucken, was da jetzt kommt. So, wir haben wieder was bekommen. Das sollte dir bei deinem ersten Maischebier helfen. Ich hoffe, dass es dir ebenso gut hilft wie mir. Danke, Jeff. Kühlbox, klein. Der traditionelle erste Maischbottich des Hobbybrauers. Die Isolierung hilft, die kritische Maischtemperatur zu stabilisieren. Maische ist jetzt nämlich genau das, wenn du nicht mehr mit diesen Döschen arbeiten möchtest, mit diesen Extrakten, die du einfach nur aus einer Dose da reinschüttest, dann maischst du nämlich selber. Und dafür brauchen wir jetzt so eine Kühlbox. Das heißt also, es wird spannender. Heute wird gemaischt. Jetzt gucken wir erstmal hier hinein. Brauermagazin. Öffnen. Es ist Zeit für den nächsten wichtigen Schritt auf deiner Reise. Beim Maischebrauen werden Malzextrakt durch, du errätst es sicher, Getreide ersetzt. So eröffnet sich dir eine riesige neue Welt von Geschmackskombinationen und köstlichen Bierstilen, weil du hier natürlich viel mehr Kontrolle auf Aromen, Zusammensetzungen und so weiter hast, weil du ja selbstständig die verschiedenen Getreiden zusammenmischen kannst. Du kannst die vorher rösten oder auch nicht. Da gibt es jetzt richtig viele. Also da kann man sich wirklich richtig austoben. Ich muss ja gestehen, ich bin schon ein bisschen so ein Biersommelier und ich trinke sehr gerne auch mal so Craft-Biere oder von kleinen Brauereien mal was. Und ich, wie gesagt, ich habe selber mal ein bisschen rumgebraut und ich finde es schon mega interessant. Ich hätte da sogar Bock, das hobbymäßig viel intensiver zu machen, aber es ist einfach die Zeit. Es ist einfach die Zeit, die fehlt. Aber ich finde es was echt Spannendes, muss ich einfach sagen. Ne? Glaub mir, wenn jemand bei euch zum Beispiel dabei ist, der irgendwie hobbymäßig braut oder so, haut mir mal gerne in die Kommentare. Ich bin immer neugierig. Ne? Und wenn aber jemand was zum Verkosten hat oder so, auch gerne Bescheid sagen. Ich nehme gerne mal Selbstgebrauchtes ab. Glaub mir, wenn du einmal auf das Maischebrauen umgestiegen bist, wirst du nie wieder zurückblicken. Ich habe dir ein Paket geschickt, das einen treuen Begleiter für alle Heimbrauer enthält. Eine umfunktionierte Picknick-Kühlbox. Diese dient als Maischbottich, der bei Maischrezepten verwendet wird, um den Zucker aus den Körnern zu lösen. Im Grunde stellst du jetzt deinen eigenen Extrakt her. In der letzten Ausgabe des Braumagazins findest du ein paar Maischrezepte, die dir den Einstieg erleichtern. Ab ans Maischen. Also ich muss sagen, wenn man sich halt für diese Materie interessiert, ist das hier wirklich ziemlich gut gemacht. Schließe einen Maischbrauvorgang mit Hilfe eines Maischbottichs ab. Und hier bin ich halt nicht gelandet. Ne? Ich habe das davor, was wir bis jetzt gemacht haben, das habe ich zu Hause privat auch schon gemacht. Maischen habe ich noch nie gemacht. Da hört es dann bei mir schon auf. Einfach aufgrund der Zeit. Ne? Aber mal los geht's. Also, was haben wir denn hier? Okay, der Hahn kräht, dann würde ich sagen, komm, dann machen wir echt jetzt erstmal hier einen Break. Komm, ich setze mich, es ist Winter. Ich setze mich mal hier an den Kamin, genieße ein bisschen die Wärme. Noch kann ich mir das Feuerholz ja hier leisten. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.